Traum oder Wirklichkeit? Ja, die Sechs der Kelche. Oh, was es da alles gibt. Hä? Schau noch mal ganz in Ruhe. Ja, Tarot der Heilung. Mein Name ist Christoph Arnold. Hallo. Und ja, Tarotkarten könnten dich anregen für deine Heilung, könnten dich etwas fragen, könnten dir Fragen beantworten. Das muss nicht sein, wenn man jetzt gar nicht geübt ist, ne, und sich so eine Karte anguckt hier, wie die sechs Kelche, dann, ja, da sieht man sechs Kelche und da sind so komische Sachen da drin oder kommen da raus, und da steht einer davor. Aber was soll mir die Karte sagen? Ja, die könnte mich dazu veranlassen, wenn ich dir die Karte lege und du sagst, ja, wie schaut das mit meiner Heilung aus? Würde ich dich fragen, okay, gibt es irgendwie ja, etwas, wo du quasi so in einer Traumwolke lebst? Und vielleicht dir falsche Hoffnungen machst, oder eben auf der anderen Seite, dass du ja dir vielleicht einmal Dinge mehr vorstellen solltest. Denn aus der Vorstellung heraus, aus der Traumwirklichkeit heraus, ergibt sich unsere Realität. Das muss man jetzt nicht glauben. Aber das könnte man als Anregung nehmen. Also bitte nicht falsch verstehen, es geht jetzt nicht hier um irgendwelche esoterischen Dinge oder sonst was, sondern ganz konkret, okay, kann mir die Karte Impulse geben für meine Heilung. Und wenn du sagst, Mensch, ich kann da aber auch alleine wirklich jetzt nicht viel anfangen und das, was du erzählt hast bisher, ist auch noch nicht so ganz. Dann nutze gerne mein Angebot. Ja, bei der Erstberatung ist die erste Viertelstunde kostenfrei. Und ja, jetzt sieht man gerade, jetzt ist noch nicht mal 3 Minuten. Also da kann eine Menge gesagt werden. Man muss sich ja nicht lange damit aufhalten, Geschichten zu erzählen. Das ist das, was wir zwar gerne machen auch, weil wir denken, ja, denn sonst versteht mich derjenige nicht, aber dein Körper, der spricht für mich. Und das ist eben das, wo ich auch sage, okay, ich mache keine Telefonberatung, sondern Videoberatung oder natürlich in Person. Allerdings, die erste Beratung mache ich dann eben nur über Video. Ja, weil für eine Viertelstunde einen Termin machen, das ist ein bisschen blöd. Und du hast vielleicht wirklich nur die Idee, okay, oh, kostenlos, oh, schön, ja, das nutze ich. Dann wäre das Video ja das Beste. Geh einfach auf meine Homepage miracura.de, da findest du eine Kontakt-E-Mail und auch eine Telefonnummer, die aber nur eben für WhatsApp zu nutzen ist. Da ich nicht an Telefonanrufe gehe, wo ich die Nummer nicht kenne. Ja? Ja, welche Geschenke hat das Leben denn für dich? Ja? Oder welche Gefahren sind da auch? Ja? Und vielleicht kannst du dich als derjenige, diejenige da vorne, ja entscheiden. Und es wird dir nicht einfach alles so präsentiert. Ja? Zwar ja, hier eine Präsentation, aber alle Möglichkeiten. Und siehst du alle Möglichkeiten? Das ist die Frage, die diese Karte dich stellen könnte. Oder dir stellen könnte. Ne? Also, ja, schau sie noch mal ganz in Ruhe an. Die Geschenke, die teilweise nicht so schön sind und teilweise noch vielleicht Überraschungen bergen, wo man noch nicht weiß, aber auch der Siegeslorbeer ist da. Also für mich
eine recht positive Karte, die sagt, Mensch, du hast noch alle Möglichkeiten zur Verfügung. Ja? Und das finde ich schon sehr spannend. Ja, ich freue mich, wenn du auch morgen wieder einschaltest, denn da geht es weiter. Ich erkläre ja jeden Tag eine Karte aus dem Tarot. Ich danke dir, bis dann. Alles Gute auf deinem Weg zur Heilung.